gibt mal wieder drei neue mythische Bosse im Spiel. Zunächst einmal die Maschinistin, abgesehen davon die Ringmanagerin Scar und zu guter Letzt Megalodon. Und heute spielen wir die Random Mythic Boss Challenge. Dabei werden wir insgesamt drei Runden spielen und in jeder von diesen drei Runden werden wir nur die Items und das Medaillon von einem jeweiligen Boss benutzen dürfen. Und wir starten zunächst einmal mit der Maschinistin. Wenn es euch gefallen hat, Video hier ein Like dazu lassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Jetzt würde ich sagen, hoffentlich gewinnen wir mit allen drei Bossen die Mythic Boss Challenge. Let's go, rein da! Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code ALBIVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Erster Spot, den wir besuchen, ist Redline Rig. Und zwar finden wir hier die Maschinistin und wir sind tatsächlich contested, weil das Medaillon von der Maschinistin ist ja kein Geheimnis, das ist sehr, sehr gut ist. Und natürlich auch die AR, die ist unfassbar OP. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Okay, wir dürfen alle... Oh. Ich wollte gerade was ansprechen, aber wir müssen den erstmal fighten. Wir dürfen alle MPs und ARs benutzen, bis wir die mythische AR von der Maschinistin haben. Ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Oh, 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 oh. Sehr gefährlich. Ich muss kurz überlegen, was ich hier mache mit dem. Okay, schon mal gut. Let's go. Wichtig. Starker Kill, starker Kill, starker Kill. Ich würde sogar sagen, dass das einer der beliebtesten Spots ist aktuell in der neuen Season. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber ich glaube auf jeden Fall, dass mir hier viele zustimmen werden. Denn das Medaillon von der ist einfach super, super gut. So, Cola rein. Wir haben zwei Early Kills und ich hoffe, ich darf meine MP jetzt bald droppen für die komplett OP AR. Die Maschinisten hier gefightet? Ich kann gar nicht einschätzen, wo die ist. Oh. Das war ein echter Spieler, oder? Ist der dead? Ist dead? Oh. Okay, nice. Okay, und hier ist auch die Maschinistin. Sehr gut. Okay, ganz kurz Rückzug. Die ganzen Waffen reloaden. Okay, let's go. Zack, zack. Medaillon, DAR. Und dann nehme ich noch das Ding hier mit. Dann ganz kurz mal wegfahren. Muss mich kurz, ganz kurz zielen. Okay, sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig. Wir dürfen jetzt nur die AR benutzen von der Maschinistin. Das heißt, keine MP mehr, keine AR mehr. Wir haben das Medaillon von der Maschinistin, dürfen keine anderen Medaillons benutzen von den ganzen anderen Bossen. Die sind relevant dann in den anderen Runden, aber jetzt auf gar keinen Fall. Wir probieren uns jetzt mal ein bisschen hochzielen mit den ganzen Kakteen. Und jetzt gehen wir komplett auf Kills. Wir müssen nur aufpassen vor den Leuten, die eventuell dann Handschuhe haben, weil die können auf jeden Fall sehr, sehr nervig sein. Ich meine, ihr kennt inzwischen selber die Season. Guck mal, hier vorne ist einer. Könnt ihr vielleicht fighten? Der ist hier vorne. Die ist OP. Also das ist wirklich krass, wie viel Damage die macht. Okay, da kommt einer. Kommt er zu mir? Oh. Oh, 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 ich muss weg. Von hier. Hat sein Auto geklaut? Das war ein dummer Move von dem. Also wirklich. Komm, jetzt ist hier weit. Hast mich genervt? Ich hab dich zurückgenervt. Okay, jetzt sind hier relativ viele. Nice. Man kann so gut die Leute aus dem Auto sprayen mit der Waffe, das ist echt sehr, sehr böse. Okay, der checkt es gar nicht. Okay, nice. Ist auch weg. Okay, ich kann mir ganz kurz den Big Pot hier. Zack. Dann geht es mir auch wieder fein. Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Problem ist, ich habe gar keine AR-Muni mehr. Das ist ein Problem, aber hier liegt noch was. Okay, nice, 90. Okay, der sieht mich noch nicht. Weiß er, wo ich bin? Ne, der hat keine Ahnung.
connected. Die Spieler verstehen das nicht, dass man mit der AR die Leute so gut rausbringen kann. Die denken halt wirklich, dass die Auto die beste Strat ist. Aber wenn man die Season ein bisschen gespielt hat und versteht, wie man das anstellen kann, dann sind die Autos auch gar nicht mal mehr so OP. Okay, das ist schon mal sehr gut, was wir hier an Stuff haben. Jetzt habe ich auch ein Auto, was gut nerven kann. Nice, nice, nice. Okay, wir müssen jetzt nur vor den anderen Leuten aufpassen, die anderen Medaillons haben. Die darf ich natürlich nicht benutzen diese Runde. Das ist absolut verboten. Hier vor mir ist einer. Okay, nice. Mal kurz dein Stuff. Okay, stark, stark, stark. Uns geht's gut. Uns geht's gut. Mir gefällt sehr doll das Loadout von der Maschinistin. Ist wirklich sehr, sehr cool. Macht auch sehr, sehr viel Spaß damit zu spielen. Wir haben auch schon 9 Kills. Das ist wirklich insane. Okay, hier schwimmt irgendeiner. Habe ich gesehen. So, wir gehen mal ganz kurz so raus. Wo schwimmt hier einer? Ist der hier unten? Was machst du, Bro? Ich weiß nicht, was der vorhatte, aber... Okay. Oh, oh. Was macht der? Der schießt mein Auto kaputt. Okay. Okay. Da muss ich weg. Das ist einfach ein zu OPes Auto. Das ist sehr, sehr nervig. Er wird mich jetzt auch nerven. Problem ist, ich könnte halt eigentlich noch out of zone gehen, um mir den Stuff von, beziehungsweise das Auto halt zu holen, das OP-Auto. Guck mal, der sucht mich richtig. Keine Ahnung, wo ich bin, aber sieht mich nicht, ne? Ne, der sieht mich nicht. Ich hab Glück gehabt. Wieder aussteigt, das ist so krass. Das ist ja so lost. Also wirklich, das ist so lost von den Leuten. Ist doch klar, dass ich einsteigen werde. Ja, mach dein Auto kaputt. Mach mal. Also ich würde ihn lieber einfach so fighten. Ich hoffe, er macht das Auto kaputt. Das wäre sehr, sehr gut. Das ist so lost, sein Play, wirklich. Okay, er geht weg. Hier wieder ein Auto. Ach mein Gott. Also ein guter Spieler war er nicht. Auf gar keinen Fall. Ist jetzt er da oben? Ach du Heilige. Okay, nice. Okay, die haben nämlich lieber. Wichtig. Mal kurz Big Pot rein und es geht weiter. Ist doch echt eine gute Runde. Wirklich eine gute Runde. Ich habe auch sehr, sehr viele Eier jetzt. 502. Das schmeckt sehr gut. Damit kann ich ordentlich was einstellen. Ist doch nice, Chat. Ist doch nice. Okay, der Kollege mit dem Medaillon, der ist wieder irgendwo in der Nähe von mir, Alter. Okay, das war los, jetzt tot. Ja. Gut, jetzt habe ich die mythische. Oh, die mythische Pump. Oh, oh, die darf ich benutzen. Die ist ja von keinem Medaillon-Boss. Und die mythische Armbrust ist hier auch, aber den Stuff darf ich nicht verwenden. Dementsprechend. Gut, ich muss halt hier liegen lassen, ne? Ist jetzt ein bisschen bitter, weil das ist halt Medaillon, welches erst für eine andere Runde relevant wird. Deswegen, ich muss eigentlich die ganze Zeit in der Nähe bleiben. Oder ich nehme einfach kurz das Medaillon und drop's wo ganz anders weg. Aber ich glaube, das ist mein Plan. Ich geh jetzt einfach weg. Das ist irgendwie middle of nowhere. Einfach schön weg, schön weg, schön weg, schön weg. Irgendwo out of zone, damit es niemand bekommt. Meine Mission, Freunde. Darf in der Zeit halt niemanden fighten, weil sonst habe ich die Challenge gefailed. Das ist verboten für die Challenge. Wir dürfen nur den Stuff von der Maschinistin jetzt erstmal benutzen. Und ich drop's einfach hier. Zack. Okay, Medaillon ist jetzt schön out of zone. Ich kann es dann jetzt auch zumindest jetzt erstmal vorläufig niemand holen, falls jemand holt. Ja, habe ich ja Pech gehabt. Dann muss ich den Typen dann fighten. Aber, guck mal, den kann ich hier holen. Okay, der macht ja auch nicht viel. Sehr gut. Es ist doch eine sehr, sehr geile Runde. Also mit Maschinistin, gefällt mir. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie das Ganze hier läuft. Mal schauen, ob auf der Insel irgendjemand ist. Wir haben jetzt insgesamt noch 7 Gegner, die wir noch fighten müssen. Und ich habe auch schon vorher gesehen, jetzt gerade das Medaillon, welches wir im Inventar haben. Das war ja von dem Typen mit der Armbrust. Und mit der Armbrust zu spielen, das wird auch sehr, sehr spannend. Das kann ich euch auch ganz ehrlich sagen. Weil klar ist es mir lieber, mit einer Pump zu spielen oder mit einer AR jetzt in dem Fall. Nächste Runde schauen wir mal, mit welchem Boss wir dann spielen müssen. Aber jetzt erstmal ist noch die AR wichtig. Und ich glaube, also von den mythischen Waffen, ich glaube halt tatsächlich auch, dass die Waffe von der Maschinistin mir am liebsten ist. Also jetzt die ich jetzt gerade im Winter habe. Und der benutzt Nitro. Stark, dead. Oh, da hinten ist einer. Komm mal her, Minion. Komm mal her. Wo bist du? Warum läufst du weg? Ich find's aber crazy. Die Runde ist gar nicht so stacked mit Autos. Es geht voll klar eigentlich. Komm her, Bro. Warum läufst du?
Okay, macht das Auto jetzt auch kaputt, so wie der andere? Oder nicht? Ja, der macht gerade gar nichts. Vielleicht gehen wir einfach auf die Gegner drauf, auf die letzten. Und dann ist er so gesehen mein Final Fight. Hä? Toll. Ja, hol ihn dir, hol ihn dir. Sehr gut. Okay, noch zwei Gegner. Wo sind uns? Lol, der ist ja irgendwie da gespawnt gefühlt. Oh, der hat die Armbrust. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, dead. Jetzt nur noch der Gegner, der bei uns im Auto war. Wo ist er hin? Ist er nicht mehr? Ja, wo ist er hin? Oder warte mal, war das der, der bei uns im Auto war? Lol, Anni, ich glaube, das war der Gegner, der bei uns im Auto war. Los. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ah ja, voll der komische Move. Und guck mal, er hatte sogar die Pump hier vor Oscar. Okay, okay, okay. Wird wahrscheinlich ein 17-Kill-Win, wenn wir den letzten Gegner jetzt auch noch kriegen. Dann war das doch eine erfolgreiche Runde. Aber wir müssen uns erstmal den Kollegen holen. Die Frage ist halt, wo er ist. Das ist die Frage, Freunde. Oh, ich habe gerade kurz Steps gesehen. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Ah, da. Ich habe ihn gesehen. Komm her, Kollege. Was geht? Let's go! Challenge mit Maschinistin erfolgreich abgeschlossen, Freunde. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde rein. Und da werden wir wahrscheinlich mit der Dame der Pump spielen müssen. Okay, Freunde, wir droppen Pleasant Piazza, denn hier finden wir tatsächlich das nächste Medaillon, und zwar das von Megalod. Und ich habe mich übrigens gerade versprochen. Ich dachte, dass die Pump und die Fäuste im Besitz von der mythischen Bossin Ska sind. Aber tatsächlich nicht. Die sind im Besitz von Megalodon. Mal gucken, ob wir den Kollegen hier holen können. Ich habe tatsächlich Megalodon noch nicht als Boss, weil, beziehungsweise nicht als Skin, weil das ist ein fast Level 100 Skin. Und so weit bin ich dann tatsächlich noch nicht. Mal schauen, ob wir die Runde hier genauso wie die letzte gewinnen können. Okay, das sind sehr viele Spieler aber tatsächlich. Okay, geht weg, das ist besser so. Ich habe nämlich echt keinen guten Stuff. Oh, die fighten aber hier. Ich muss clean. Oh, ich kann nicht laufen. Jetzt... einfach rein, einfach rein. Sehr gut. Okay, stark. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, uns geht's gut. Uns geht's sehr gut auf dem Sword. Okay, Megalodon ist jetzt in die Richtung gegangen. Ist jetzt hier auf der Straße. Ich gönne mir jetzt einfach die ganze Nitro und fighte den jetzt ganz schnell. Dann sollten wir jetzt relativ schnell down bekommen, damit wir schnell W kriegen können. Und falls wir diese Runde gewinnen, dann haben wir tatsächlich die Mythic Boss Challenge, beziehungsweise die Random Mythic Boss Challenge gewonnen. Denn wir müssen nur zwei Wins holen, jetzt in dem Fall, weil wir insgesamt drei mythische Bosse haben. Beziehungsweise auch im Allgemeinen müssen wir auch immer nur zwei Wins holen. Dann ist die Challenge geschafft und wir haben mit jedem Boss immer nur eine Chance. Wenn wir aber die jetzt direkt mit Megalodon gewinnen, dann haben wir es geschafft. Und Megalodon wurde jetzt gerade getaggt. Wir sehen rechts oben auf der Karte, das Medaillon ist gedroppt gerade. Wir hätten mir, glaube ich, eine Cola gönnen, damit ich während dem Fight chilling bin. Oh, der... Oh. Nein, bitte. Oh mein Gott, der war so low, der war so low, der war so low. Oh, hol sich das Medaillon. Let's go. Okay, nice. Zack, zack. Dann noch die Pump. Dann hier die Fäuste. Hier ein bisschen Healing. Und wir sind Gucci. Wir sind sehr, sehr Gucci. Okay, da vorne will mich dann fighten. Ich guck mal ganz kurz auf den. Ich glaube, der war nicht so gut. Jetzt will ich wieder mit den Handschuhen reingehen. Das ist immer das Gleiche. Okay, nice. Wir haben den Stuff von Megalodon. Jetzt dürfen wir keine anderen Fäuste spielen. Wir müssen die mythischen Fäuste spielen. Was ein Problem. Also natürlich sind die mir am liebsten. Dann aber bei der Pump. Wenn wir die mythische Dreischuss finden sollten, genauso wie letzte Runde, dann dürfen wir diese nicht spielen. Wir müssen jetzt auf der Waffe bleiben und das ist für mich eigentlich auch kein Problem. Die ganzen anderen Waffen, die ganzen anderen mythischen Waffen von anderen Bossen dürfen wir natürlich auch nicht benutzen. Das heißt, die AR von der Maschinistin, die dürfen wir nicht verwenden. Der hat mir gut Damage gemacht, der Kollege hier. Muss man das Auto kurz wegfahren. Okay, muss mal ganz kurz hier weg. Okay, wir haben auch die ganze Zeit Nitro mit diesem Medaillon. Das heißt, wir haben auch beim Reloaden und alles, wir sind sehr, sehr schnell unterwegs. Das ist auch sehr gut. Wir können auch die ganze Zeit auch durch Wände laufen. Dort hinten ist der Kollege, der mich genervt hat. Der, wobei, nee, das ist genau unter mir. Da sind beide da. Ich brauche irgendwie ein bisschen was Besseres als Blue Healing. Ein bisschen besseres Blue Healing oder ein bisschen mehr Blue Healing. Ich habe nur noch ein 5er Medaillon. Ein 5er Juice. Also ich muss mal ein bisschen aufpassen jetzt gerade. Nicht, dass ich hier unnötig sterbe, weil wir haben sehr gute Voraussetzungen, hier die Runde zu gewinnen, Freunde. Hier die ganzen Kakteen. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Oh, von mir.
Okay, nice, ich hab ihn. Oh, 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 oh. Nein. Wo ist das Auto? Oh mein Gott, 15 AP. Ach du Heiliger, war das knapp. Warum hat der mir so viel Damage gemacht? Was hatte der denn? Ich kann es gar nicht einschätzen, was der dabei hatte. Der hat mir so viel Damage gemacht. Oh. Okay, uns geht's echt gut. Uns geht's wirklich, wirklich gut. Ach du Heilige, das war so close. Okay, der Tresor, der wird hier geöffnet. Können wir hier vielleicht eine bessere MP holen oder so? Da will ich nicht Nein dazu sagen. Oh, wer sind hier jetzt? Ach du Heilige. Okay, nice, ich bin unten. Was du kannst, kann ich schon lange, Bro. Und einfach hier wieder nur mit den Fäusten rein. Ist das krass. Oh, ist der am Nerven. Wahnsinn. Okay, ich muss irgendwie probieren, mit den Fäusten jetzt rauszugehen. Mein Gott. Ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Freunde? Okay, wir haben die Runde gerade nicht gewonnen, deswegen wir droppen Nitro Dome und müssen jetzt hier mit dem Stuff von Scar spielen. Da habe ich tatsächlich noch gar keinen Stuff jetzt gefunden. Okay, hier ist ein Pump. Kommt der runter? Nee, er kommt nicht runter. Scar habe ich tatsächlich als Skin auch leider noch nicht. Ich bin leider einfach noch nicht so weit mit dem Battle Pass. Okay, der hatte wirklich gar nichts dabei. Der Arme hat keine Waffe gefunden. Perfekt. Ja, was passiert hier? Okay, mal schauen. Der Spot ist auch immer sehr contested. Das verstehe ich aber ehrlich gesagt gar nicht, wieso. Weil ich finde irgendwie den Stuff von Scar gar nicht so geil. Das ist halt dieser Boombo, an dem wir jetzt gerade gestorben sind, ironischerweise. Aber ich glaube, die Leute droppen hier eher wegen den Autos, weil man hier das Auto sehr, sehr schnell aufbessern kann. Das ist so der einzige Grund. Nitrodrome haben wir fast überlebt. Wir sehen noch ganz oben gerade, dass der Boss jetzt hier gleich spawnt. Und dann können wir uns den holen. Okay, er ist da. Frage ist, wo ist der? Er hat die Handschuhe gehabt, sehr gut. Toll. Okay, ich glaube, der Boss, wird er gefightet? Ich glaube noch nicht, nee. Doch, er wird gefightet. Okay, ich muss hinter. Ich nehme den Pulse Nades. Nitro auch. Okay, let's go. Oh, das war ein Spiel. Okay, wir haben den Stuff hier. Let's go, let's go, let's go. Okay, wir gehen weg, wir gehen weg, wir gehen weg. Wir haben alles. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben den Bogen und mehr will ich nicht. Wobei, warte mal, wir dürfen ja jetzt das Auto auch spielen. Oh, das Auto müssen wir uns eigentlich auch holen. Das ist crazy. Wir haben unendlich Munition. Das ist auch sehr, sehr stark. Aber das Auto, das brauchen wir unbedingt, ne? Brauchen wir ganz dringend sogar. Warte, wo ist das Auto? Ja, doch, das brauchen wir. Okay. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Kann ich nicht bauen. Nein. Nein, 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 nein. Als ob. Oh Mann, es ist einfach auch echt eine harte Challenge, ne? Die Leute, die sind hier wirklich, die campen hier die Tresore ab. Das ist crazy. Das war die Mythic Boss Challenge. Leider mit dem Bogen kaum was angestellt. Sehr, sehr unlucky. Auch in der zweiten Runde gestorben. Vergesst trotzdem auf keinen Fall die Video hier ein Like dazu, dass den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Und ich hoffe, ihr tragt alle den Creator Code IVW im Item Shop ein, um mich kostenfrei zu supporten. Danke, danke, danke an jeden Einzelnen. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann, es gibt. Ciao.